Die Preissenkung bei Gas und Strom darf nur eine erste Hilfsmaßnahme sein. Es braucht in Südtirol endlich eine umfassende Reform der Energiepolitik und eine verbraucherorientierte Preisgestaltung. Die Freiheitlichen fordern die Landesregierung auf, aktiv zu werden. Der Obmann der Freiheitlichen, Andreas Leiter-Reber. Diese 10% sind ein kleines Zeichen, aber bestimmt keine echte und konkrete Entlastung für den Verbraucher oder unsere Familien. Es ist ja besonders tragisch, dass wir in Südtirol, obwohl wir so ein riesiges Potenzial an erneuerbaren Energien haben und derzeit bereits schon sehr viel Strom produzieren, mehr als wir im Jahr brauchen, dass wir solchen Preisen ausgesetzt sind. Und hier muss die Landesregierung endlich handeln und sie täte gut daran, anstatt die Energie in Streit und Selbstzerfleischung zu widmen, hier Lösungen zu präsentieren und endlich verbraucherorientierte Preise den Südtirolern zu ermöglichen.